So, und wo ich hier gerade so sitze und gerade noch das letzte Kapitel, also das letzte aktuelle Kapitel von meinem Buch eingelesen habe, wollte ich noch eine kleine, ein Erlebnis wiedergeben. Ich habe vor ein paar Tagen mit einer Freundin zusammengesessen, bin bei Freunden, und es ist eine Freundin von denen, die ich über die kennengelernt habe, und wir saßen alle zusammen und sie erzählte, dass sie sich an dem Tag hat impfen lassen. Wir haben das soweit einfach erstmal zur Kenntnis genommen, sind alle nicht geimpft und wollen das auch nicht und haben letztendlich einfach nur unseren Gedanken freien Lauf gelassen. Wir wollten ihr eigentlich überhaupt gar nichts, wussten allerdings auch nicht, dass sie so wenig informiert war, bevor sie sich überhaupt hat impfen lassen. Sie wusste nichts darüber, was mRNA-Stoffe sind. Und mRNA, Entschuldigung, ihr wisst, mich interessiert das ganze Thema überhaupt nicht. Ich brauche das nicht zu wissen, mir scheißegal. Ich weiß, dass uns das genetisch verändert oder verändern soll. Und wenn da nur die Möglichkeit besteht, ja, dann kommt das für mich einfach nicht in Frage. Ich will auch kein genetisch verändertes Gemüse essen. Da fange ich doch nicht an, mich selber genetisch verändern zu lassen. Sie wusste auch nichts über andere Risiken des Impfens. Sie wusste nur, wenn ich mich impfen lasse, dann kann ich endlich wieder machen, was ich will. Krank ist sie auf keinen Fall. Hatte keine Symptome und überhaupt nichts. Ging ihr nur nach dem Impfen sehr schlecht. Also ihr Arm, sie bemängelte, dass ihr Arm irgendwie komisch sei. Und dann war sie wirklich geschockt. Sie war wirklich geschockt, vor allen Dingen, als ich dann auch noch erzählt, weil sie halt, das ist halt auch den meisten Leuten nicht bewusst, wofür das N in BioNTech steht. Das steht für Nano. Das ist Nanotechnologie. Und ich lasse mal keine Nanoroboter in den Körper injizieren. Dann kamen noch andere Gedanken. Wie früher hat es einen Piekser gekriegt als Impfung. Da war das Mittel auf einer Nadel drauf, die kein Loch drin hatte, keine Kanüle war, sondern von der Nadel putscht da drauf, dann hast du einen Piekser und dann warst du geimpft. Da musste man dir nicht irgendetwas injizieren. Also so kenne ich das von früheren Impfungen. Ich weiß, also ich bin halt lange nicht mehr geimpft worden. Ich glaube, bei Tetanus ist das auch so, dass man irgendwas wirklich injiziert bekommt. Das ist aber immer noch was anderes. Da sind keine Nanopartikel drin. Für alle, die nicht wissen, was Nanopartikel sind, bitte informiert euch. Das sollte man wirklich langsam mal wissen. Und dann war sie hat dann richtig Angst bekommen. Und sagt, ihr redet hier alle drei auf mich ein und das hatten wir gar nicht. Es lag uns überhaupt gar nicht. Das Letzte, was wir wollten, ist, dass es sich jetzt auch noch unseretwegen schlecht fühlt. Ich bitte euch nur, wenn ihr euch impfen wollt, dann bitte informiert euch vorher und lasst es nicht dazu kommen, dass euch nachher jemand aufklären kann darüber, wie gefährlich das eigentlich ist. Und wenn ihr sowieso keine Ahnung davon habt, weil es euch nicht interessiert, weil das für euch alles in verschwörungstheoretische Kisten gepackt ist, dann lasst wenigstens die Leute in Ruhe, die sich nicht impfen lassen wollen. Die haben ihre Gründe dafür, auch wenn ihr die nicht verstehen könnt. Ich kann nichts dafür oder wir können nichts dafür, wenn ihr eure Hausaufgaben nicht macht. Lasst euch impfen. Wunderbar, wenn ihr euch damit wohler fühlt, bitte. Aber lasst die anderen in Ruhe. Es gibt Leute, die wollen lieber Corona kriegen und ihrem Körper die Chance geben, sich selber zu immunisieren, als von irgendetwas Gebrauch zu machen, wo man sich mit unwohl fühlt. Und ich fühle mich unwohl mit einem Impfstoff, der innerhalb von einem halben Jahr freigegeben ist, wo man keine Langzeitstudien zu kennt und gar nichts. Normalerweise brauchen Impfstoffe 5 bis 10, 15 Jahre, bis sie tatsächlich legitimiert werden, bis sie eine Lizenz bekommen, überhaupt benutzt zu werden. Sorry. Es fühlt sich bei egal welchem Thema ich dazu komme,
mit der Impfung. Ich fühle mich einfach unwohl damit und ich möchte es nicht machen. Als mündiger Bürger dieses Landes, der ich sowieso nicht mehr bin, das Land existiert ja eh nicht mehr, wisst es mittlerweile auch. Es ist einfach nicht mehr das, was es mal war. Es ist für mich definitiv aber immer noch mein Recht, darauf pochen zu dürfen, nicht geimpft zu werden. Und dann aber auch bitte nicht wie ein Aussätziger behandelt zu werden. Mir ist es scheißegal, behandelt mich wie ein Aussätzigen. Das ist für mich, spielt das keine große Rolle. Ich bin frei genug. Aber andere Leute haben es noch nicht so leicht. Die haben es richtig schwer damit. Und langsam sollten wir uns echt mal überlegen, wie wir miteinander umgehen. Ich glaube, das ist immer noch so das Krasse. Ich wollte diese Gedanken einfach mal festhalten und vielleicht helfen sie dem einen oder anderen. Wenn sie euch helfen, bitte teilen, liken, kommentieren. Ihr wisst schon, wie es geht. Tschüss.